Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vereinbarungsgemäß wollten wir um 15.30 Uhr beginnen, und das sollten wir auch, weil wir ja noch eine propere Tagesordnung vor uns haben, und das an dem Donnerstag der Plenarwoche. Ich darf zunächst darauf hinweisen, dass eingegangen und an die Abgeordneten verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Freiheit der Wissenschaft wird in Hessen entschieden verteidigt mit der Drucksache Nummer 5349 aus dieser, der 20. Legislaturperiode. Die Dringlichkeit wird bejaht, Fragezeichen. Die Dringlichkeit wird bejaht, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 97 für diejenigen, die das zu sortieren haben, und kann, da niemand von Ihnen bestimmt widerspricht, nun mit dem Tagesordnungspunkt 53 und anderen zu diesem Thema aufgerufen werden. Meine zweite Vorbemerkung ist, dass Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass diejenigen, die es nicht wissen, aus Gründen der Sitzung des Corona-Kabinetts wir die Tagesordnung ein bisschen umgeändert haben. Vielen herzlichen Dank an die beteiligten Fraktionen, die das organisiert haben, denn das geht bei solchen Anträgen nur mit Zustimmung. Und aus dieser Bemerkung können Sie auch schließen, dass die Mitglieder des Corona-Kabinetts noch nicht hier sein können. Und deshalb ist das ein doppelter Hinweis, sowohl für die Veränderung im Ablauf der Tagesordnung als auch für die Nichtanwesenheit einer Vielzahl von Kabinettsmitgliedern. Wir nehmen das natürlich so zur Kenntnis. Ich rufe deshalb auf Tagesordnungspunkt 53 in Verbindung mit 93 und 97. Und die antragstellende Fraktion, die den Setzpunkt auch gesetzt hat, die AfD, hat das Wort in Person von Herrn Dr. Grobe. Bitte schön. So, wir hatten, damit das keiner vergisst, nur 10 Minuten pro Fraktion ausgemacht. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft Alexis de Tocqueville wies bereits 1835 darauf hin, dass, Zitat, in den demokratischen Republiken die Tyrannei anders als in Despotien zu Werke geht. Sie geht unmittelbar auf den Geist los. Der Machthaber sagt hier nicht mehr, du denkst wie ich oder du stirbst. Er sagt, du hast die Freiheit, nicht zu denken wie ich, aber von dem Tag an bist du ein Fremder unter uns. Du wirst dein Bürgerrecht behalten, aber es wird dir nichts mehr nützen. Zitat Ende. Hatte Tocqueville mit seiner Vorahnung recht? Ich glaube ja. Denn das, was sich derzeit an unseren Hochschulen in Politik und Medien abspielt, spottet jeder Beschreibung. In diesen Bereichen hat sich nämlich der Geist des doktrinären Kollektivismus eingeschlichen. Oder anders ausgedrückt, unsere Gesellschaft ist zu Gesinnungsbiotopen verkommen. Denn nicht wenige Hochschulen, auch in Hessen, scheinen heute keine Orte der Meinungsvielfalt, der Diskurse und der Dialektik mehr zu sein. Vielmehr betreiben grün-linke Diskurswächter Meinungszensur und versuchen, ihren dogmatisch-totalitären Herrschaftsanspruch umzusetzen. Sie treiben damit einen Keil in die Gesellschaft und pervertieren die Freiheit in der Wissenschaft zur Unfreiheit. Dies hat dazu geführt, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre nicht mehr garantiert werden kann. Vielmehr liegt ein unsichtbarer Schleier des moralischen Totalitarismus über unsere Städten des freien Geistes. Nicht von ungefähr haben derzeit bereits über 190 renommierte deutsche Hochschullehrer sich zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammengeschlossen. Ihnen gemein ist die Furcht, dass Forschung und Lehre nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden können. Damit geht eine Schwächung des Wissenschaftsstandortes Deutschland einher. Die Frankfurter Mitinitiatorin und Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann geht noch weiter. Für sie ist die Debattier- und Meinungsfreiheit verkümmert, weil eine geistige Austrocknung der Eliten stattgefunden habe. Dafür ist neben dem Kampf um Drittmittel insbesondere die Bologna-Reform verantwortlich, die aufgrund der Verschulung des Studiums vor allem mittelmäßige Absolventen hervorbringt. Diese Halbintelligenzia wirken dann später als EntscheidungsträgerInnen sowohl in Behörden wie in Politik. Und das Resultat sehen wir seit Jahren. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit fordert daher, Denkräume frei von Ideologisierung und frei von Moralisierung zurückzuerobern. Und dem können wir uns von der Alternative für Deutschland vollumfänglich anschließen. Denn nicht wenige Hochschullehrer wurden in den letzten Jahren denunziert und ihre Vorlesungen gesprengt. Und wer hätte jemals gedacht, dass selbst ich einmal den urlinken Wolfgang Thierse verteidigen würde? Denn dieser ist von der eigenen SPD zum Abschuss freigegeben, da dieser es unter anderem wagte, die gendergerechte Sprache zu kritisieren.
Die Revolution frisst halt ihre Kinder. Dabei übt eine kleine Minderheit von grün-linken Studenten widerrechtlich Druck auf Dozenten aus. Meist reicht eine Kontaktschuld aus. Es zählt nicht mehr das Argument, sondern vielmehr, welches Geschlecht, Religion oder Identität der Redner hat. Es ist so weit gekommen, dass auch Hochschulleitungen den Druck nicht mehr standhalten und rückgratlos Inquisitionsverfahren einleiten. Zwei Beispiele. An der Universität Kassel distanzierte sich die Leitung deutlich vom Humanbiologen Ulrich Kutschera, weil dieser die Ehe für alle und die Genderforschung kritisierte. Glücklicherweise sprach ihn das Landgericht Kassel vom Vorwurf der Volksverhetzung frei. Vielmehr sah es diese als vom Grundgesetz geschützte Meinung an. Hieran zeigt sich, dass nicht mehr Fakten zählen, sondern nur noch Ideologie. Die geistige Evolution befindet sich im Rückwärtsgang, meine Damen und Herren. Und an der Hochschule Darmstadt greifen Linke und der GEZ-Clown Böhmermann Prof. Christoph Busch wegen angeblich rassistischer Forschung an. Denn dieser arbeitet an der Entwicklung biometrischer Sicherheitssysteme, die Pässe noch fälschungssicher machen sollen. Was steckt hinter all dem? Es ist die aus den USA nach Deutschland und Großbritannien einsickernde Cancel Culture oder identitätspolitische Bewegung, in der die Linken ihre Diskurshoheit durchzusetzen versuchen. Gerade die Mehrheitsgesellschaft, und insbesondere wenn diese weiß ist, wie wir alle hier, wird zur Tätergesellschaft umdefiniert. Dass schwarze Menschen dabei nur als Werkzeuge instrumentalisiert werden, wird nicht hinterfragt. Nicht von ungefähr gehen viele diesen Umerziehern auf den Leim, indem sie das Vokabular dieser Bewegung unreflektiert übernehmen, sei es Hassrede, Rechtspopulismus, Verschwörungstheorie oder Rassismus. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Bewegung auf kommunistische Vordenker wie Antonio Gramsci und die Frankfurter Schule zurückgeht. Diese betreibt unter dem Deckmantel der Wissenschaft eine subversive Agitation zur Umgestaltung unserer Freiheitlichen in eine sozialistische Gesellschaft. Nicht von ungefähr hat Frau Kollegin Wissler vor Kurzem ein offenes Bekenntnis zur Wiederauferstehung der DDR abgegeben, und die CDU kuschelt mit ihr. Letztlich ist es im Kern ein Angriff der geistig Minderbemittelten auf unsere aufgeklärte Gesellschaft. Dass für die Kommunisten dabei Wissen nur hinderlich ist, stellte die neue SED-Bundesvorsitzende Susanne Henning-Welser und im Format Jung und Naiv erneut unter Beweis. Schlimm dabei ist nur, dass unser System diese Konformität noch belohnt. Aus Angst vor Konsequenzen. Vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns alle ein bisschen. Wir sollten das in unserer Wortwahl und auch in der Wortwahl der Zwischenrufe nutzen. Ich glaube, wir haben heute nur wichtige Dinge zu besprechen, als uns jetzt bei dem Thema gegenseitig aufzuschaukeln. Ich darf Sie nur bitten, Herr Dr. Grube, das ist ein Mikroproblem, was wir gerade haben, aber es liegt an mir. Das Wort Inquisition. Okay. Alles klar. It's your turn. Aus Angst vor Konsequenzen wie der Stigmatisierung, der Ablehnung von Fördermitteln oder dem Edeka-Prinzip, das heißt Ende der Karriere, passen sich fast alle schnell der keimfreien Unterhaltung an. So werden bereits medizinische Forschungsanträge in Gendersprache geschrieben, denn die Antragsteller gehen davon aus, dass andernfalls ihr Antrag abgelehnt würde. Selbst vor der Ornithologie macht der Kampf gegen Rassismus nicht Halt. Vögel werden umbenannt wie die Mohrenlerche, die nun Schwarzsteppenlerche heißt, und die Hottentottenente landet auf den Index. Gut, dass es dafür eine Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz gibt, die mit Steuergeldern bis vor Kurzem finanziert wurde. Diese sorgt auch jetzt dafür, dass der Goldregenpfeifer nicht Vogel des Jahres 2021 wird, denn dieser ist angeblich der Wappenvogel der neuen Rechten. Wusste ich noch gar nicht. Da die Briten immer noch die Gralshüter der Freiheit sind, haben sie nicht nur die bevormundende EU abgestreift, sondern gehen nun auch gegen die Feinde der freien Rede vor. Dort werden bald an den Hochschulen sogenannte Verfechter der freien Rede installiert. Anders bei uns. Da gehört der linksradikale Dreisatz diffamieren, isolieren, liquidieren. Letzteres haben die SED-Nachfolger ja schon auf ihrer Strategiekonferenz in Kassel angedroht, zum guten Ton in Politik und Medien. Jüngstes Opfer ist Boris Reitschuster geworden, der als einer der wenigen auf den Bundespressekonferenzen kritische Fragen an die Regierung stellt. Da dieser Merkel und Co. ein Dorn im Auge ist, übernahm die Süddeutsche Zeitung in infamer Pravda, also Wahrheitsmanier, den Generalangriff.
Reitschuster wurden Verschwörungsmythen und eine gestörte Wahrnehmung attestiert. Dass die Anbiederung an die Regierungen im Bund und in den Ländern längst zur journalistischen Selbstaufgabe geführt hat, wird noch dadurch verstärkt, dass auch die Herrschenden nur noch Gefälligkeitsgutachten erstellen lassen. Wer das nicht mitmacht, wird auch hier gecancelt. So hat das Bundesinnenministerium Forscher dazu gedrängt, übertriebene und durch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gedeckten Horrorszenarien über das Coronavirus zu zeichnen, um damit möglichst repressive Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. So wurde die Urangst der Menschen vor dem Erstickungstod propagiert. Und weil sich kein seriöser Wissenschaftler dafür fand, wurde ein österreichischer Mao-Verehrer eingestellt, eine Person ohne wissenschaftliche Referenzen. Diese totalitäre Übergriffigkeit wird aber noch getoppt. Denn wenn ein Wissenschaftler ausschert und darauf hinweist, dass es keine Übersterblichkeit gibt, wie Professor Lüttke, wird er schnell von Herrn Söder aus der Bayerischen Ethikkommission entsorgt und mundtot gemacht. Parallelen zu Professor Mendig drängen sich auf. Gut, dass es noch Professoren wie Michael Eisfeld, Mitglied der Leopoldina, gibt, die die Selbstkastration der Wissenschaft öffentlich machen. So sagte er, dass die herrschende Politikerelite nur solche Wissenschaftler zu Rate ziehen, die vorab bestellte Ergebnisse liefern. Interessant dabei ist, dass die vor wenigen Jahren größtenteils noch unbekannte Leopoldina nun angeblich die Wissensfabrik in Deutschland ist. Dass dort im letzten Jahr ein stromlinienförmiger chinesischer KP-Funktionär in diese Institution gewählt wurde, zeigt nur die Ausmaße dieser Korruption. Korruption, die nachweislich heute wieder mit C geschrieben wird. Wie unverfroren Ihre CDU dabei vorgeht, zeigte jüngst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er versuchte, Einfluss auf die Suchmaschine Google zu nehmen, um seine Gesundheitspropaganda zu vermarkten. Doch diese skandalöse Kooperation wurde ihm vom Landgericht München untersagt. Etwas Ähnliches hat Ministerin Dorn auch schon versucht, nur deutlich weniger subtil. Sie bezahlt ein Unternehmen, das bei der freien Enzyklopädie Wikipedia dafür sorgen soll, dass Wissen weiblicher wird. Dass sich Wikipedia zum Spielplatz der Linken entwickelt hat, sagt nicht irgendwer, sondern deren Gründer Larry Sanger. Dieser gründet nun eine Alternative. Sehr geehrte Damen und Herren, stoppen wir die Angriffe des undemokratischen, irrationalen und toxischen Denunziantentums in Medien, Politik und Wissenschaft und beenden den postmodernistischen Wahnsinn. Reißen wir die neuen Gesslerhüte der Cancel Culture und des Genderunwesens herunter und fördern wieder kognitive Kompetenzen. Nur das bringt uns und unsere Wissenschaftsgesellschaft weiter und unsere Freiheit zurück. Ansonsten wachen wir womöglich bald im nächsten Unrechtsstaat auf, aber das beabsichtigen wohl nicht wenige unter Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Als nächstes hat Frau Eisenhardt das Wort. So, es ist angerichtet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn drei Punkte festhalten. Erstens. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre wird in Deutschland und Hessen gewährleistet. Zweitens. Die AfD ist in wesentlichen hochschulpolitischen und wissenschaftspolitischen Themen vollkommen inhaltsleer und bringt deshalb immer wieder nur dieselbe Leier von einer vermeintlich von links eingeschränkten Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. Drittens. Dies tut die AfD nicht, weil es ihr um die Freiheit von Wissenschaft geht, sondern weil sie mit diesem Narrativ ihren eigenen Wunsch nach politischer Zensur legitimieren möchte und den Diskursraum, den sie vorgibt, verteidigen zu wollen, einschränken will. Damit ist zum Antrag der Rechtsaußenfraktion alles gesagt, und ich möchte mich der Debatte widmen, die Wissenschaftlerinnen gerade führen. Die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre ist ein hohes Gut. Es ist unsere Aufgabe als Parlament, als teilstaatlicher Gewalt, diese zu achten und zu schützen. Wir müssen in der Debatte deshalb zwei wichtige Ebenen unterscheiden. Zum einen die Frage, was Aufgabe des Staates ist, um Forschungsfreiheit, Lehrfreiheit und Meinungsfreiheit zu garantieren. Zum anderen die Frage, wie in der Wissenschaft und in Hochschulen selbst mit kritischen Diskursen umgegangen wird. Diese beiden Fragen zu vermengen, befeuert rechte Narrative. Zuerst zu der Frage, was Aufgabe des Staates ist.
Der Staat garantiert die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, solange Aussagen auf dem Campus nicht gegen die Verfassung verstoßen oder persönlich beleidigend sind, sind sie erlaubt. Und ja, daraus folgt auch, dass der Staat die Aufgabe hat, zu gewährleisten, dass Wissenschaftlerinnen ihrer Arbeit nachgehen können. Im Zweifel bedeutet das auch, dass Veranstaltungen an Hochschulen, die unter Druck geraten, egal von welcher Seite, auch mit polizeilichen Maßnahmen geschützt werden. Auch ist es Aufgabe von Politik, bei persönlichen Angriffen auf Wissenschaftlerinnen ihnen zur Seite zu stehen. Damit meine ich Angriffe aus rechten Netzwerken und von Verschwörungsideologen auf besonders Genderforschung und Klimaforschung, aber auch auf internationale Studierende und Wissenschaftlerinnen und nicht zuletzt von Corona-Leugnerinnen auf Virologinnen. Es sind Genderforscherinnen, die Hass- und Drohmails bekommen. Und diese Hetze hat ein System. Mit parlamentarischen Anfragen liefert die Rechtsaußenfraktion koordiniert Listen an rechte Blogs. Auf Blogs werden Listen geführt, Trash-Rankings verhöhnen Wissenschaftlerinnen. Und nicht selten folgt kurz nach den Veröffentlichungen geballte drohend Hassmails an diese Wissenschaftlerinnen. Diese rechten Netzwerke bedrohen die Wissenschaftsfreiheit. Übrigens benennt auch die von der AfD heute instrumentalisierte Initiative selbst die Angriffe der AfD auf die Genderforschung als eine der Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit, gegen die sie sich aussprechen. Bedrohungen von Wissenschaftlerinnen und ihren Familien sind nicht zu tolerieren. Die Frage, was Hochschulen selbst als Grenzen in Diskursen setzen und wie sehr Wissenschaft selbst nur ein Mainstream toleriert, ist wesentlich komplexer. Hier ist das Wissenschaftssystem auch selbst in der Verantwortung, Antworten auf diese Fragen zu entwickeln. In vielen Disziplinen gibt es in der Forschung einen Mainstream. Und Forscherinnen abseits des Mainstreams haben es schwer, berufen zu werden oder von in Kolleginnen besetzten Peer Reviews veröffentlicht zu werden. Besonders lange wird dieses beispielsweise schon in den Wirtschaftswissenschaften beklagt. Die Wissenschaftsforschung unterscheidet dieses Phänomen. Sie spricht von umstrittener, kreativer, unbeachteter und eben Mainstream-Forschung. Dass sich Förderungen und Berufungen immer stärker am Mainstream ausrichten, das ist auch in der Tat eines der Hauptkritikpunkte des Manifests des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Diese Kritik richtet sich auch an die Wissenschaftscommunity selbst. Der Professor Röderer, Mitbegründer der Initiative, betont in Interviews aber auch, dass die Debatte in der Community auch durch einen größeren Drittmitteldruck verschärft wird, der den Konformitätsdruck zusätzlich erhöht. Deshalb sehe ich auch uns als Politik in der Aufgabe, die Rahmenbedingungen für freie Forschung zu schaffen, durch eine verlässliche Grundfinanzierung, gute Arbeitsbedingungen und Unabhängigkeit zu stärken. In den letzten Plenardebatten zum Thema Wissenschaftsfreiheit und Forschung stand der Vorwurf im Raum, besonders geäußert von der FDP, dass die Landesregierung Forschung ideologisch einseitig fördern möchte. Unter Demokratinnen wirkt ein solcher Vorwurf schwer. Es gibt in allen Ländern und im Bund Ressortforschung, die fachpolitisch auch ausgerichtet ist. Aber unsere wissenschaftspolitische Forschungsförderung, namentlich LOEWE, orientiert sich an wissenschaftlicher Exzellenz. Deshalb möchte ich die letzten LOEWE-Forschungsentscheidungen noch einmal in Erinnerung rufen. Prinzipien von oberflächengestützten Synthesestrategien, erklärbare Modelle menschlicher und künstlicher Intelligenz, Kommunikation von Bakterien und unserem Immunsystem, Verhinderung von Wachstum von Lungentumoren und Tumoransiedlungen in der Lunge. Eine ideologische Ausrichtung erkenne ich hier nicht. Im Übrigen wird durch die neue Förderlinie LOEWE Exploration eben genau kreative, umstrittene und unbeachtete Forschung abseits des Mainstreams ganz gezielt gefördert. Wir fördern mit LOEWE exzellente Forschung. Der neue Hochschulpakt stärkt die unabhängige Grundfinanzierung von Forschung und Lehre. Das Hessische Hochschulgesetz gewährt ein hohes Maß an Autonomie. Das ist unser Beitrag für eine starke und unabhängige Wissenschaft in Hessen. Schauen wir noch einmal genauer auf die Debatte innerhalb der Wissenschaft. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit spricht sich dafür aus, dass jede Debatte im wissenschaftlichen Kontext legitim ist, da sie durch Meinungsfreiheit geschützt ist. Jede Einschränkung befindet sie als Beschneidung von Freiheit.
Es gibt aber auch andere Standpunkte, beispielsweise Dr. Jaster und Prof. Keil von der HU Berlin. Sie argumentieren, dass es gute Argumente dafür gibt, bestimmte Personen nicht an eine Universität einzuladen. Jedoch sind ihre Argumente nicht inhaltlicher, sondern sie sind methodischer Natur. Ich zitiere: Wissenschaft ist auf Erkenntnis aus. Sie fährt dabei systematisch, methodisch kontrolliert und ergebnisoffen. Daraus folgt eine Reihe von Diskursnormen und Tugenden, die sich unter dem Begriff der intellektuellen Redlichkeit zusammenfassen lassen. Dazu gehört die Bereitschaft, dem besseren Argument zu folgen, die Kosten der eigenen Position offenzulegen, neben Belegen für sie auch aktiv Gegengründe zu suchen, das Gegenüber wohlwollend zu interpretieren, einen einmal bezogenen Standpunkt im Lichte neuer Belege oder Argumente zu verändern und angesichts unwiderlegter Gegenargumente nicht einfach das Thema zu wechseln. Zitat Ende. Diese Messlatte bedeutet, dass Hochschulen Ort für Austausch unter bestimmten Kriterien sind und nicht infolge nicht jede Rednerin und jeder Redner willkommen ist. Und ich halte das für legitim. Doch ist auch klar, dass sich die Hochschule hierfür transparente Regeln geben muss. Neben qualitativen Standards für den wissenschaftlichen Diskurs ziehen Hochschulen auch Grenzen bei rassistischen, antisemitischen und anderen Auffassungen, die eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausdrücken. Diese Grenzen sind, wie wir wissen, nicht immer eindeutig, weshalb auch hierüber in den Hochschulen in der Vergangenheit eine aktive Debatte geführt wird und auch geführt werden soll. Ein Beispiel hierfür ist auch der von Ihnen, Herr Grobe, angesprochene Professor Kutschera in Kassel. Während sich die Landesregierung ausdrücklich zurückgehalten hat, in einem laufenden Prozess sich zu äußern, ist es natürlich Aufgabe der Hochschulleitung, innerhalb der Hochschule Stellung zu beziehen gegen homofeindliche Äußerungen, wenn diese verletzend sind und unwissenschaftlich. Ja, es geht auch darum, dass Hochschule ein Ort ist, wo Kritik und Widerspruch ein ganz wichtiger Bestandteil sind. Und diese darf selbstverständlich auch von Studierenden kommen, hier in Vorgriff auf ihren Berichtsantrag. Denn auch Studierende haben das Recht, wenn im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit nicht sogar die Pflicht, ihre Dozierenden zu widersprechen. Denn sie sind übrigens selbst auch Trägerinnen von Wissenschaftsfreiheit, auch wenn das oft vergessen wird. Gerade wenn gesellschaftliche Spannungen stärker zutage treten, dann werden Hochschulen und Wissenschaft für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Bewältigung großer gemeinsamer Zukunftsaufgaben immer wichtiger als Orte des Diskurses. Denn wo sonst sollen Differenzen noch auf einer rationalen Ebene bei der gemeinsamen Suche nach Wahrheit ausgetragen werden, wenn nicht hier? Damit dies gelingt, ist es unsere Aufgabe, mit den richtigen Rahmenbedingungen und der nötigen Autonomie die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre weiterhin zu schützen und zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kollegin Eisenhardt, Punktlandung. 3 Sekunden hätten Sie noch gehabt. Als nächstes bitte Herr Dr. Falk. Ich weiß, er ist schon on the road. Als nächster danach ist Herr Kollege Grumbach dran, aber nur die Ruhe. Bitte schön, Herr Dr. Falk. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir alle betrachten mit Sorge die Häufungen von Bedrängungen oder Beleidigungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studentinnen und Studenten. In Artikel 10 der Verfassung des Landes Hessen heißt es, niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen und in der Verbreitung seiner Werke gehindert werden. Was erwartet? Dieser Artikel ist natürlich eng verknüpft mit Artikel 5 des Grundgesetzes. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland heißt es im Absatz 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. In Absatz 3 heißt es weiter, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Der Artikel 5 des Grundgesetzes zählt zu den Grundrechten in der Bundesrepublik Deutschland. Ob es sich bei diesen Vorfällen, die wir jetzt alle im Hinterkopf haben, im juristischen Sinne um die Verletzung eines Grundrechts handelt
oder einen strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Tatbestand darstellt, müsste durch entsprechende Gerichte entschieden werden. Für die betroffenen Menschen allerdings ist entscheidend, ob sie sich in ihrer Ausübung von Lehre, Forschung oder Studium stark eingeschränkt oder gar persönlich bedroht fühlen. Eine solche Situation ist inakzeptabel und wird von uns nicht geduldet. Ich komme nun zum Antrag der AfD. Die AfD möchte in ihrem Antrag insgesamt dreimal Hochschulleitungen anhalten, und zwar im Sinne der AfD tätig zu werden. Der Antrag fordert zudem Sanktionsmaßnahmen gegen allgemeine Studentenausschüsse und Fachschaften, wenn sich diese allgemeinpolitisch und nicht nur hochpolitisch äußern sollten. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein über wochentagsspezifische Aktivitäten junger Menschen. Mangelndes Politikinteresse kann man der gegenwärtigen jungen Generation jedenfalls nicht mehr vorwerfen, und das finde ich gut so. Die AfD sorgt sich in ihrem Antrag um die Wissenschaftsfreiheit und die Beschränkung von Grundrechten. Dabei scheint mir eben dieser Antrag eher geeignet zu sein, einen Eingriff in Grundrechte darzustellen. Es liegt somit der Schluss nahe, dass nach Auffassung der AfD Grundrechte nur dann zur Anwendung kommen sollen, wenn es in ideologischen Denkmustern und der Weltanschauung, so ist der Terminus technicus im Antrag der AfD, dienlich ist. Dies hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Als einzige Quelle führt die AfD das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit an, welches ihre Ziele, ich möchte mal zitieren, wie folgt formuliert. Wir sind ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen. Darunter verstehen wir eine plurale, von Sachargumenten und gegenseitigem Respekt geprägte Debattenkultur und ein institutionelles Umfeld, in dem niemand aus Furcht vor sozialen und beruflichen Kosten Forschungsfragen und Debattenbeiträge meidet. Das ist im Prinzip sehr löblich, und da ist nichts gegen zu sagen. Nach meinen Informationen sind auch in diesem Netzwerk sehr viele verschiedene politische Orientierungen und Gruppierungen vertreten. Interessant ist die Pressemeldung, ich denke, Frau Eisenhardt hat die auch darauf angespielt, vom 19. Februar. Das Netzwerk teilt dort der Presse mit. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit setzt sich dafür ein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland frei forschen können, ohne dabei politischem Druck ausgesetzt zu werden. Frau Prof. Dr. Maischer Maureen Aumer ist derzeit Gegenstand einer Hetzkampagne, die von Herrn Dr. Hans-Thomas Tillschneider, wer ihn nicht kennen mag, er ist Landtagsabgeordneter der AfD aus Sachsen-Anhalt, initiiert wurde. Herr Tillschneider überschreitet die Grenzen wissenschaftlicher Kritik, wenn er dazu aufruft, die Professorin für Diversity Studies in ihre Schranken zu verweisen. Wir wenden uns entschieden gegen diese Grenzüberschreitung, so das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. In Hessen will die AfD den Eindruck erwecken, sich für die Freiheit der Wissenschaft einzusetzen. In Sachsen-Anhalt versucht die AfD eben gerade diese Freiheit zu beschränken. Dass das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sich fast zeitgleich mit der Einbringung dieses Antrags gegen die AfD positioniert, kann man wohl zu Recht als Instant Karma bezeichnen. Instant Karma scheint es also nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in der Politik zu geben. Unsere Hochschulen, Universitäten und ähnliche Einrichtungen leisten eine ausgezeichnete Arbeit. Sie bringen wichtige Forschungsergebnisse und Innovationen hervor, die oft einen wesentlichen Beitrag zum Grundverständnis unserer Welt liefern oder in richtungsweisenden Anwendungen münden. Nicht selten kommen aus dem Hochschulbereich auch wichtige Impulse für unsere Gesellschaft. Allen im Hochschulbereich Tätigen gilt unser großer Dank und unsere große Anerkennung. Wissenschaft benötigt Freiheit. Diese Haltung verbindet alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause. Da, wo Wissenschaftsfreiheit begrenzt, beschnitten oder gar instrumentalisiert werden soll, werden wir uns mit aller Entschiedenheit entgegenstellen. Und unser Antrag fasst die wichtigsten Punkte sehr knapp und kernig zusammen. Und deshalb ist er genau richtig an dieser Stelle. Freiheit für Wissenschaft, Forschung und Lehre ist ein Grundrecht. Um diese Freiheit auch ausleben und auch genießen zu können, sind finanzielle Mittel notwendig. Ich darf hier feststellen, und tue das mit Überzeugung, dass Hessen seine Hochschulen mit einer sehr ordentlichen Finanzausstattung versehen hat. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, ihre Aufgaben zu meistern. An dieser Stelle möchte ich Frau Staatsministerin Angela Dorn ganz herzlich für ihr hohes Engagement zum Wohle unserer Hochschulen danken. Man spürt, und ich
sagt das voller Überzeugung auch im Ausschuss. Man spürt, dass ihr die hessischen Hochschulen eine ausgesprochene Herzensangelegenheit sind. Vielen Dank dafür und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Falk. Kollege Grumbach von der SPD wird als Nächster reden, wenn alles angerichtet ist. Herr Grumbach, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Debatten, da ist der inhaltliche Teil ganz faszinierend, weil manchmal ist er erfunden. Aber ich will mal zum ernsten Teil der Debatte gehen. Wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass ein zentraler Punkt im deutschen Grundgesetz die unveränderlichen Artikel sind. Dazu gehört der Artikel 5, der die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit regelt. Ich sage das deswegen, weil es sich um zwei verschiedene Sachverhalte handelt und wir an der Stelle sehr präzise gucken können, wo der Unterschied liegt, weil das Beispiel, das der Kollege von der AfD genannt hat, macht es sehr deutlich. Wer das Urteil gelesen hat, wird feststellen, dass dort von der Wissenschaftlichkeit seiner These null die Rede ist. Darum ging es nämlich nicht. Sondern, dass seine über Wissenschaftlichkeit hinausgehende Formulierung Bestandteil seiner Meinungsfreiheit ist. Ob ich das Urteil teile oder nicht, ist nicht der Punkt, sondern es geht hier darum, dass Meinungsfreiheit in der Tat, Sie können ohne Belege Sachen behaupten, das gehört zu Ihrer Meinungsfreiheit, aber in der Wissenschaft brauchen Sie einen Beleg, das gehört zur Wissenschaftsfreiheit und da können Sie nicht einfach irgendwas behaupten und genau da liegt der Unterschied und da soll man höllisch aufpassen. Nun gibt es ganz wenige Grenzen dafür. Die zentrale Grenze ist der Artikel 1 des Grundgesetzes, nämlich die Würde des Menschen. Die spiegelt sich wieder in der Frage Nichtdiskriminierung, die spiegelt sich wieder in der Frage Nichtbeleidigung. Und selbstverständlich kommt hinzu, dass die Wissenschaft ethische Grenzen hat. Und dass man das in Deutschland überhaupt diskutieren muss, nachdem deutsche Geschichte die Ursache für die Grundlagen dieser Geschichte sind. Nach den Menschenversuchen im KZ haben internationale Wissenschaftler die Spielregeln für Wissenschaft so offen aufgestellt, weil sie eine Wiederholung solcher Ereignisse verhindern wollten. Das heißt, es gibt ethische Grenzen. Man kann mit Menschen nicht alles machen, und man kann der Wissenschaft nicht alles machen. Auch das ist eine Grenze, die respektiert werden muss. Und wenn man sich den AfD-Antrag ansieht, dann findet man Punkt 1, die Einschränkung der Wissenschaft an der Hochschule, und dann sollen wir irgendwas dazu sagen. Mit Verlaub, das ist ja erst einmal eine These. Die behauptet nämlich, die hessischen Hochschulen könnten das nicht selber regeln. Das ist nicht die Hochschule, die ermächtigt wird, ihre Sachen zu regeln, sondern es ist die bevormundete Hochschule, die da etabliert wird. Die hessischen Hochschulen haben die Einzelfälle, die wir hatten, und die hat es gegeben, Frau Schröter war das Beispiel dafür, es ist kein Geheimnis, selber ordentlich geregelt, weil sie nämlich Wissenschaftsfreiheit in der Hochschule gelebte Realität ist. Und dazu brauchen wir mit Verlaub die AfD nicht. Besonders faszinierend ist der Punkt 4. Der Landtag soll das Einschränken von Diskussionsräumen verurteilen. Das formuliert die Partei, die in Anträgen Genderforschung verurteilt hat, die die Wahl einer von der Hochschuldemokratie gewählten Präsidentin in Darmstadt zum Gegenstand von Landtagsdebatten gemacht hat. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Sie tun. Insofern ist das blanke Heuchelei. Vierter Punkt. Welches Bild von Hochschule steht eigentlich dahinter? Hochschule ist kein Oben-Unten-Verhältnis, in dem es Kluge gibt, die Titel haben, und Dumme, die was lernen müssen, sondern die Produktion von Wissenschaft und Lernen ist ein Kooperationsprojekt, in dem Studierende ihren eigenen Anteil haben. So, dazu gehört auch, dass die Frage der Auseinandersetzung und des wissenschaftlichen Diskurs nicht eine Sache ist, die Professoren unter sich austragen, sondern die selbstverständlich zwischen Professoren und Studierenden gleichermaßen
und auf Augenhöhe ausgetragen wird. Mag im ersten und zweiten Semester vielleicht etwas schwierig sein, aber in späteren Semestern ist es ziemlich offensichtlich. Auch das ist ein Bild von Wissenschaft, das, glaube ich, ganz wichtig ist. So, und Wissenschaft lebt von ständiger Kritik. Es gibt in der Wissenschaft nichts, was unumstößlich ist. Nur der Unterschied zur politischen Debatte ist, Behauptungen sind Behauptungen, Argumente müssen begründet werden. In der Wissenschaft zählen nur Argumente. Behauptungen, die nicht belegt werden können, sind nicht wissenschaftlich und gehören nicht in den wissenschaftlichen Diskurs. So schlicht und einfach ist das. Und dabei heißt das, der freie Diskurs ist Kern der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, offen, respektvoll, aber er darf auch scharf sein. Und es dürfen auch die Voraussetzungen diskutiert werden. Es muss nicht nur die einzelne These diskutiert werden, sondern wenn sich z.B. im medizinischen Bereich bestimmte Forschungsrichtungen gerichtet hätten auf Punkte, die die Menschlichkeit infrage stellen, dann wären wir an einem Punkt, wo man darüber reden muss, ob unter den Voraussetzungen bestimmte medizinische Versuche überhaupt erlaubt sind. Und auch das ist legitim, es darf auch der Weg des Geldes verfolgt werden. Wir erinnern uns vielleicht an die Tabakdebatte in den Vereinigten Staaten, wo relativ leicht nachzuweisen war, wir hatten das beim Erdöl dann irgendwann später noch einmal, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Gutachten von Menschen gemacht worden sind, dafür bezahlt worden sind. Deswegen gehört es heute zum Standard wissenschaftlicher Arbeiten, dass solche Finanzierungen und Verflechtungen offengelegt werden. Wer sich einmal anschaut, was moderne wissenschaftliche Arbeiten sind, wird am Ende einen Disclaimer finden, in dem Menschen, die bestimmten Institutionen angehören oder bestimmte Finanzmittel für ihre Forschung gekriegt haben, das angeben, weil es wichtig ist, um ihre Arbeit zu bewerten. Auch das gehört dazu, und es ist nicht kritikwürdig. Mal die kleine Nebenbemerkung. Sie sollten die Pressekonferenzen und die Artikel dieses Netzwerks Wissenschaftsfreiheit in der Tat ordentlich lesen, weil dann hätte die AfD an der Stelle relativ wenig zu sagen. Weil dieses Netzwerk wendet sich ausdrücklich gegen Menschen, die aus einem bestimmten Kontext, der in Amiland entstanden ist, arbeiten, und ausdrücklich an die Menschen, die von der AfD-Richtung her arbeiten und die an der Stelle, mit Verlaub, lesen Sie doch einmal die ganzen Internetbotschaften, die ihre Freunde aussenden über Wissenschaftler und Wissenschaft, und werden feststellen, dass sie an der Stelle mit Verlaub im Glashaus sitzen und besser nicht mit Steinen werfen sollten. So. Aber und es gibt noch ein paar Probleme, die nicht unspannend sind. Die Frage ist z.B., welche Rolle Thinktanks spielen, in denen nämlich versucht wird, mit wissenschaftlicher Reputation, egal für welche Seite, ich sage das sehr, sehr offen, weil das ein hohes Risiko spielt für alle Beteiligten, versucht wird, wissenschaftliche Reputation politisch nutzbar zu machen. Jetzt komme ich aber noch einmal zu diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, weil ich glaube, Sie machen einen strukturellen Fehler. Ja, weil die Menschen, die Sie kritisieren, nebenbei zu Recht, arbeiten statt mit wissenschaftlichen, mit politischen Mitteln. Politische Mittel heißt, wir argumentieren nicht, sondern wir machen Petitionen, wir machen Unterschriftensammlungen und Ähnliches mehr und gehen nicht in die Debatte an der Hochschule. Das ist etwas, was mit Wissenschaftsdebatte tatsächlich nicht viel zu tun hat. Aber dieses Netzwerk macht genau das Gleiche. Statt sich in die Auseinandersetzung an den Hochschulen zu begeben, sammeln sie Unterschriften, machen eine Petition, mal unabhängig davon, wer mal gesehen hat, wer draufgegangen ist und wieder runtergegangen ist, dass manchmal diese Petitionen was damit zu tun haben, welchen Text man von wem kriegt und ob man den Text dann teilt, wenn er plötzlich im anderen Zusammenhang ist. Das ist eben nicht Wissenschaft, das ist Politik. Und es ist ein politisches Spiel, in dem sozusagen versucht wird, mit den gleichen Mitteln zu antworten. Ich halte das für einen groben Fehler. Ich habe einen guten Freund aus Studienzeiten, der heißt Herfried Münkler. Er ist ein ziemlich scharfzügiger Mensch, argumentationsstark. Der hat sich nun ein paar Jahre lang auseinandersetzen müssen mit Studierenden, die ihn anonym kritisiert haben. Und Herfried hat immer gesagt, weil abgesehen davon, ich kann mir schon vorstellen, mit welchen Sätzen er das provoziert hat, weil das schafft er schon ganz gut, aber er hat immer gesagt, Leute, der Ort der Auseinandersetzung ist mein Seminar.
ist nicht das Internet, sondern ist die Debatte darum, dann könnt ihr mir auch sagen, dass meine Sprüche chauvinistisch sind und dass sie sich in der Wissenschaft nicht gehören, weil auch die Kritik muss ich mir gefallen lassen, aber ich muss darauf antworten können. Und diese Variante, wir reden von außen abstrakt drüber, über irgendwas, ist mit Wissenschaft, hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist Politik und ist der Versuch, das zu instrumentalisieren. Ich glaube, an der Stelle sollten wir das einfach nicht machen. Und dazu, um zum Schluss zu kommen, gehört dann auch die Begriffswahl. Die Frage Cancel Culture, Fake News und Political Correctness sind keine Eigenprägungen der Menschen, die dahinterstehen, sondern es ist die Immunisierung gegen Kritik durch diejenigen, die kritisiert werden. Ganz einfach, eine Technik, die das Argument dadurch verhindert, dass man sagt, nein, du hast nicht das bessere Argument, sondern du willst mich ausschalten. Tut mir leid. Das hat in Wissenschaft nichts zu suchen. In der Wissenschaft zählt das Argument. Und an der Stelle, glaube ich, gibt es eine gute Gemeinsamkeit zwischen zwei Leuten, die Sie, glaube ich, nie zusammen zitieren würden, nämlich zwischen Voltaire und Rosa Luxemburg. Die Freiheit ist immer die Freiheit auch der Andersdenkenden. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Kollege Grumbach, dass Sie den Friedberger Jungen Herfried Münkler hier zitiert haben, finde ich natürlich besonders gut. Sie wissen, dass er auch viele Reden in den letzten Legislaturperioden in diesem Hause für uns gehalten hat.